Fühlst du dich in deinen Lebensstürmen eher gefangen oder bist du die Kapitänin darin? Genau darum geht es heute und damit herzlich willkommen zur Ladies Night. So schön hast du eingestaltet. So stärkst du die Ewigkeit in dir, das ist das Thema heute. Und gleich zu Beginn wollen wir in eine Geschichte eintauchen aus der Apostelgeschichte 27. Lehn dich also zurück und genieße die paar Augenblicke und die paar Minuten, wo du in die Geschichte eintauchen kannst. Nach dem Feststand, dass wir nach Italien segeln sollten, wurde Paulus mit einigen anderen Gefangenen dem Hauptmann Julius übergeben. Wir gingen an Bord eines Schiffes und stachen in See. Wir kamen sehr langsam voran und konnten uns nur mit Mühe Knidos nähern und änderten wegen des ungünstigen Windes den Kurs und fuhren südwärts in Richtung Kreta und erreichten einen Ort, der Guter Hafen heißt. Wir hatten viel Zeit verloren. Das Fasten im Herbst war bereits vorüber und die Seefahrt war gefährlich geworden. Deshalb warnte Paulus: Ihr Männer, wenn wir weitersegeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen, und zwar nicht nur für das Schiff und seine Ladung, sondern auch für unser Leben. Doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffes zur Weiterfahrt riet. Weil sich außerdem der Hafen zum Überwintern schlecht eignete, waren die meisten dafür, die Reise fortzusetzen. Als leichter Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt. Sie lichteten die Anker und segelten so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordoststurm kam auf und riss das Schiff mit sich, immer weiter auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Wir trieben dahin, Wind und Wogen ausgeliefert. Der Sturm wurde so stark, dass die Besatzung am nächsten Tag einen Teil der Ladung über Bord warf, tags darauf sogar die Schiffsausrüstung. Tagelang sahen wir weder Sonne noch Sterne und damit war keinerlei Orientierung möglich. Der Orkan tobte so heftig weiter, dass schließlich keiner mehr an eine Rettung glaubte. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung: Ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Kreta überwintert. Dann wären uns alle diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf. Keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du wirst vor den Kaiser gebracht werden, so hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst, ich vertraue Gott. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir trieben schon die 14. Sturmnacht im Mittelmeer. Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Doch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen, das Schiff heimlich zu verlassen. Unter dem Vorwand, sie müssten auch vom Bug aus Anker auswerfen, wollten sie das Rettungsboot zu Wasser lassen. Doch Paulus machte dem Hauptmann und den Soldaten klar: Wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Da kappten die Soldaten die Haltetaue und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr jetzt etwas essen. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und brach es in Stücke und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren wir 276 Mann an Bord. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kappten sämtliche Ankertaue, ließen die Anker im Meer zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf.
Während der Bug fest eingerammt war, begann das Heck des Schiffes durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollten die Soldaten alle Gefangenen töten, damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Doch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst allen Schwimmern, über Bord zu springen und so das Ufer zu erreichen. Dann sollten die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Wrackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Stürmische Geschichte, das windet und stürmt ja hier nichts Schöneres. Und glaub mir, keiner von uns würde sich freiwillig in so ein Boot setzen mit so einem Sturm. Und trotzdem, wir finden uns im Leben immer wieder vor Entscheidungen, wo die Meinungen so hin und her stürmen und es die Paddel durch die Luft windet und nichts Schöneres. Was mich an so einer Geschichte fasziniert ist, Paulus ist ja am Anfang der Geschichte ein Gefangener. Also sozusagen der geringste von dieser ganzen Schiffsbesatzung. Und er wird aber eigentlich am Ende der Geschichte zum Kapitän. Und meine Frage ist, wie ist so etwas möglich? Also wie gesagt, wir sind ja nicht eigentlich in einem Sturm drin und trotzdem sind wir genauso wie Paulus so oft Gefangene von Situationen, von Umständen. Und da ist meine Frage, wie schaffen wir es, wie Paulus, dass wir zu Kapitäninnen in unseren Umständen werden? Oh, upsi, noch ganz zerzaust vom Sturm. Aber ich sage dir Folgendes, die Voraussetzungen für uns könnten besser nicht sein, wie wir eben zu Kapitäninnen werden, weil wir Menschen sind als Krönung der Schöpfung geschaffen. Und das nicht einfach zu unserem Eigennutz, dass wir da die Macht für uns selber ausüben können, sondern wir sind als Krönungen der Schöpfung, also sozusagen als Kapitäninnen geschaffen, damit wir eine Beziehung mit unserem Gott im Himmel haben können. Und genau das unterscheidet uns von allen anderen Kreaturen, die Gott geschaffen hat. Er wünscht sich eine Beziehung mit dir und mit mir, die ganz persönlich ist. Und genau das ist auch das Geheimnis von Paulus. Er hatte diese persönliche Beziehung mit diesem Gott und deswegen, egal ob er äußerlich ein Gefangener war, innerlich wusste er ist ein Kapitän, er ist in einer Liebesbeziehung mit diesem Gott im Himmel. Und in Sprüche 3, Vers 5 und 6, das lese ich dir gleich vor, sehen wir, was das bedeutet. Es heißt da, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Und weißt du, was das bedeutet hat? Im Leben von Paulus, er hat die Meinung von Gott vertreten. Und das war etwas anderes als die Meinung, die der Kapitän hatte zum Beispiel. Und wenn du wählen könntest, was würdest du lieber wählen? Also möchtest du lieber dumm sein, aber gescheit dastehen? Oder möchtest du lieber gescheit sein und dafür manchmal dumm dastehen? Und ich bin überzeugt, Paulus ist da recht dumm dagestanden in seiner Geschichte, als er das erste Mal den Mund aufgemacht hat. Und lass uns da nochmal eintauchen in die Apostelgeschichte, wo es heißt im Vers 9, Paulus warnte die Männer, und ich kann dir nicht sagen, wie ein Gefangener dazu kommt, aufzustehen und sozusagen dem Kapitän und dem Hauptmann und der Schiffsbesatzung Folgendes zu sagen. Er hat gesagt, ihr Männer, wenn wir weiter segeln, sehe ich große Gefahren und Schwierigkeiten auf uns zukommen. Doch der Hauptmann gab mehr auf das Urteil des Kapitäns, zumal auch der Besitzer des Schiffs zur Weiterfahrt riet. Als leichter Südwind aufkam, fühlte sich die Schiffsbesatzung in ihrem Plan bestärkt.
Doch schon bald schlug das Wetter um. Der gefürchtete Nordsturm kam auf und riss das Schiff mit sich immer weiter auf das offene Meer hinaus. Vergeblich versuchte die Mannschaft, Kurs zu halten. Was man in diesem Bibelvers sieht und in der ganzen Geschichte ist, es herrschen zwei Meinungen auf diesem Boot. Das eine ist die Meinung von Paulus und ist hier dargestellt mit der Taube, weil es bedeutet, das ist der Wind des Geistes. Und der Wind des Geistes, wenn der in unserem Leben weht, ist er von folgenden Merkmalen gekennzeichnet. Der sieht die Ewigkeit, spricht die Wahrheit, hört auf die Weisheit und orientiert sich an Gott. Das ist der Wind des Geistes. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber der Wind der Welt. Habe ich jetzt mal mit der Weltkugel dargestellt. Der richtet sich nach Folgendem. Er sieht das Jetzt, spricht aus Erfahrung, hört auf das Wissen und orientiert sich am Umfeld. Und diese beiden Meinungen, die herrschen auf dem Boot. Es sind alle im gleichen Boot, Paulus mittendrin, aber sie werden von verschiedenen Meinungen geprägt, von verschiedenen Winden geprägt. Der Unterschied ist eigentlich sehr klein. Aber ich finde es sehr beeindruckend, was für ein großer Unterschied am Ende der Geschichte ist. Der Wind der Welt ist irreführend. Und das müssen wir einfach wissen. Der Wind der Welt, selbst wenn ein leichter Südwind aufkommt und du denkst, ja, das machen doch alle, oder du siehst nur das Jetzt oder die Erfahrung, die ganze Schiffsbesatzung und Mannschaft und der Kapitän und alle haben gesagt, man solle es so machen, dann stehst du recht dumm da, wenn du dann auf den Wind des Geistes hörst. Und trotzdem ist der Wind der Welt so irreführend. Und Paulus hat ja nicht nur sein Leben gerettet, weil er diese Ehrfurcht vor Gott hatte, weil er Gott über seinen Verstand gestellt hat, sondern er hat sogar das Leben von 276 Personen hat er damit gerettet. Das ist schon recht eindrücklich. Lass uns jetzt hier einen Moment innehalten. Mal überlegen, was könnte das genau für mein persönliches Leben, für dein, für mein Leben bedeuten? Ich möchte dir Folgendes erzählen, was ich im Urlaub erlebt habe. Wir waren 4 Tage unterwegs mit der Familie und haben da in diesen, also wir waren länger unterwegs, aber in diesen 4 Tagen haben wir Ausflüge gebucht, Ganztagesausflüge als ganze Familie gebucht und bezahlt. Und ausgerechnet am ersten dieser 4 Tage wurde ich krank. Und zwar so krank, dass ich am nächsten Tag nicht mehr mitgehen konnte. Ich musste also mit Wolldecke da um meine Hüfte geschlungen, weil ich hatte eine furchtbare Blasenentzündung eingefangen, musste ich meine Familie an der Türe verabschieden und sehen, wie sie jetzt auf den Ausflug gehen. Und ich war dann ganz alleine zu Hause und unglücklicherweise kam dann so eine Feriennachbarin, die hat das irgendwie mitbekommen und sie hat gesagt, ach, schon traurig, wenn man da die Familie so verabschieden muss. Und dann habe ich gedacht, du hast keine Ahnung. Weißt du, und was genau in so einem Moment kommt, sobald man die Haustüre zuschlägt? Die Einsamkeit. Die Einsamkeit, die kommt ungerufen und sie will mir einreden, ach du Arme und du bist so alleine und du musst jetzt ganz alleine zu Hause sein. Weißt du, und genau in so einer Situation kommt es für mich darauf an, lasse ich mich vom Wind der Welt leiten oder lasse ich mich vom Wind des Geistes leiten? Ich habe mich in diesem Moment entschieden, hey, Einsamkeit, du gehst, ich will dich nicht. Und selbst wenn der Wind der Welt sagt, hey ja, mach doch dies, mach doch das, das kann alles gut sein, aber ich habe mich in dem Moment entschieden und gesagt, Gott, jetzt brauche ich dich. Und weißt du, ehrlich gesagt, ich fühlte mich schon ein bisschen dumm, als ich das gemacht habe, weil ich habe
Worship-Musik angelassen und einfach lauthals gesungen und geworshipt, weil ich gesagt habe, ich überlasse meine Stimmung jetzt nicht einfach diesem ganzen Sturm. Ich bin nicht einfach eine Gefangene dieser Umstände, sondern ich bin eine Kapitänin. Und ich weiß, woher das meine Hilfe kommt. Ich habe diesen Gott im Himmel angebetet und ich habe ihm gesagt, weißt du, wenn du jetzt nicht kommst, wenn du jetzt nicht auftauchst in dieser Wohnung, wo ich nicht da bin, wo ich eigentlich sein möchte, dann habe ich verloren. Und ich erzähle dir das alles nur deshalb, weil ich diesen Gott im Himmel, ehrlich gesagt, noch selten so nahe, so persönlich und so intensiv erlebt habe. Und deswegen erzähle ich das, weil ich realisiert habe, wie es sein kann, wenn wir uns vom Wind des Geistes leiten lassen und nicht einfach nur das Jetzt sehen, da wo ich jetzt drin gefangen bin, sondern weitersehen und mit der Ewigkeitsperspektive und diese Zeit nutze, um die Ewigkeit in mir zu stärken und zu sagen, Gott, dann verbringen wir zwei jetzt eben Zeit miteinander. Das ist eine Variante, wie wir das machen können. Aber der Unterschied, der ist riesig. Und weißt du, was für mich so besonders ist, ist Folgendes. Das ist jetzt eine Alltagssituation. Und eigentlich würde man denken, es ist ja jetzt nicht so entscheidend, ob ich mich jetzt vom Wind der Welt leiten lasse und was weiß ich was mache oder ob ich mich jetzt vom Wind des Geistes leiten lasse. Es ist ja jetzt nicht so eine entscheidende Situation, ob ich jetzt den ganzen Tag Fernsehen geschaut habe oder was weiß ich was sonst oder ob ich die Zeit genutzt habe, diesem Gott zu begegnen. Nein, ist es nicht. Aber ich sage dir Folgendes, was ich das Gefühl habe, ist, dass unsere Welt immer mehr aus dem Ruder läuft und zwar genau deswegen, weil wir Prinzipien von Gott über Bord geworfen haben oder vielleicht sogar Gott selber aus dem Boot geworfen haben. Deswegen läuft die Welt immer mehr aus dem Ruder und es entstehen Situationen und Momente, wo wir kollektiv alle im gleichen Boot sind und kollektiv nicht aus Eigenverschulden alle in einem riesigen Sturm sind. Und weil wir geübt haben, in diesen alltäglichen, belanglosen Situationen uns vom Geist des Windes leiten zu lassen, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auch, wenn es in der ganzen Welt stürmt, wie wir es eben vor ein paar Monaten erlebt haben und immer wieder erleben, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir dann aufstehen können wie Paulus und Worte der Hoffnung empfangen können von diesem Gott, weil wir das geübt haben. Und das braucht unsere Welt. Hey, und weißt du was? Jesus hat für dich und für mich gebetet. Und das möchte ich dir gerne vorlesen. Und zwar steht das im Johannes. Und im Kapitel 17, er hat für dich und für mich gebetet. Und ich gehe mal davon aus, genau für solche Situationen, wo wir im Sturm stehen, wo es darum geht, nicht einfach gut dazustehen, aber eigentlich dumm zu handeln, sondern wo es darauf ankommt, dass wir, selbst wenn wir dumm aussehen, einfach weise handeln. Für solche Situationen hat er gebetet und er hat gesagt zu seinem himmlischen Vater, wir lesen es in Johannes 17, Vers 15 bis 18. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor dem Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit und wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie. Das ist ein Gebet, das Jesus für dich und für mich gebetet hat. In einer Situation, egal ob du dich äußerlich gefangen fühlst in deinen Umständen, egal vor was für einer Entscheidung du auch immer stehst, lass dich leiten von diesem Wind des Geistes, weil der Wind der Welt ist irreführend. Es gibt immer diesen Südwind, wie du in dieser Geschichte aus Apostelgeschichte 27 nachlesen kannst. Es sieht immer aus wie der Südwind, der Leichtigkeit bringt und sagt, hey, das machen doch alle anderen auch, weil man sich am Umfeld orientiert. Hey, ist doch nicht so ein Problem. Warum soll ich denn warten mit Sexualität bis in die Ehe? Warum soll ich nicht an diese Party gehen oder an jene Party?
warum soll ich bei der Wahrheit bleiben? Warum dies, warum das? Für jetzt stimmt es doch für mich. Es gibt immer Situationen und Entscheidungen, wo wir uns entweder nach dem Wind der Welt richten können. Und der sieht gut aus. Aber wundere dich nachher nicht, wenn du das Ziel deiner Bestimmung nicht erreichst. Ich möchte zu den Menschen gehören und Paulus als Vorbild haben, der sich vom Wind des Geistes leiten lassen hat und das üben und üben und üben, in welcher Situation auch immer, damit ich bereit bin und diese Hoffnung, wozu wir als Krönung der Schöpfung, als Kapitäninnen aufgetragen sind, in die Welt zu bringen, dass da Substanz in mir drin ist. Ich weiß nicht, wie du zum Beispiel mit Einsamkeit umgehst. Vielleicht bist du jetzt gerade alleine und schaust alleine zu. Dann knöpf dir doch dieses Beispiel vor und überlege dir in den nächsten Momenten, wie siehst du die Situation? Was hörst du in einer solchen Situation? Und was machst du in einer solchen Situation? Das sind diese drei Dinge, die ich auch dir mitgebe, wenn du in einer Gruppe zuschaust. Tut euch ein paar zusammen, tauscht aus. Wie gehst du mit einsamen Momenten um? Was machst du dann? Lässt du dich vom Wind der Welt leiten? Ja, das machen doch alle. Oder stärkst du die Ewigkeit in dir und übst und lässt dich von diesem Wind des Geistes leiten? Ich würde es dir so wünschen, weil was ich erlebt habe, möchte ich nicht verpassen.